Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier vorne meiner persönlichen Weise. Ich habe mir heute etwas richtig Cooles überlegt. Ich habe euch ja schon gesagt und die Anfrage ist auch sehr, sehr hoch, dass ich mehr Fashion-Content machen möchte und mehr so Outfits-Inspos auch präsentieren will. Nicht nur in Form von heute, sondern auch eben auch mit den Dingen, die ich jetzt in meinem wunderschönen neuen Kleiderschrank, über den ich so viel Content gemacht habe, wie niemand wahrscheinlich über seinen Kleiderschrank macht. Da drin, jetzt habe ich den Satz, den Faden verloren, ist ja auch wurscht. Ich liebe Fashion, ich liebe Outfits, ich liebe es auch auf Pinterest oder keine Ahnung, keine bezahlte Werbung, nach Outfits zu stöbern. Und deswegen dachte ich, ich style mit euch heute, weil das macht man wirklich viel zu selten. Man stöbert immer auf den ganzen Seiten rum und screenshots sich Sachen, aber dann versinken die Screenshots in der Walachei. Was ist eigentlich eine Walachei, Alter? Ich gette euch heute. Ich werde die Outfits jetzt nachstylen, also einige auf jeden Fall. Ich habe mich auch so ein bisschen an die Jahreszeit angepasst. Also es werden Outfits sein, die man jetzt im frühen Herbst tragen kann, wenn die Temperaturen immer noch ein bisschen wärmer sind. Ich werde euch versuchen, jedes Outfit in der Infobox nachzukreieren. Ich würde mich super freuen, wenn ihr dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben lasst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls euch das Video gefallen hat, welches Outfit euer Lieblingsoutfit ist und abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Outfit Nummer 1. Okay, Leute. Beginnen wir mit dem ersten Teil und zwar das erste Outfit ist das hier. Ich würde sagen, das ist schon so ein Outfit, das schreit schon Sonny. Also ich liebe ja so oversized Lederjacken, dann irgendwie so eine Denim-Jeans. Ich glaube, ich habe nicht genau so eine. Also ich muss jetzt mal ein bisschen gucken in meinem Kleiderschrank. Ja, we will see, ob ich diesen Style hinkriege. Ich habe aber genau solche Boots. Ich habe eigentlich wirklich eine sehr ähnliche Lederjacke. Okay Leute, das ist das allererste Outfit und ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden. Die Hose ist jetzt ein ganz bisschen anders geschnitten, weil die auf dem Bild geht so ein bisschen nach außen. Die geht ein bisschen so karottenförmiger und die ist schon sehr cropped. Also ich hätte die, glaube ich, gar nicht. Ihr seht es, glaube ich, wenn ich so mache, dann kommt meine Haut schon zum Vorschein. Das ist auch eine casual Beinbewegung so zu machen. Also ich finde eigentlich, dass das Outfit richtig, richtig cool ist. Das ist übelst so ein Sonny-Outfit. Also so würde ich auch tatsächlich auf ein Event gehen. Ich liebe die Lederjacke. Die war wirklich arschteuer. Und man müsste auch noch Zoll bezahlen, weil die aus der UK kommt. Also ich verlinke euch sie, aber ich verlinke euch auch Dupes in der Infobox. Oberteile trage ich richtig, richtig gerne. So eine high gecroppten von Urban Classics. Verlinke ich euch auch mal, woher ich die immer habe. Ich bestelle die mal bei Amazon. Hose ist von Naked und die Tash ist von Prada. Yes. That's the first look. Rate it. Like and subscribe. Spaß. Aber ihr merkt, glaube ich, ich fühle mich übelst. It's such a pretty look. Achso, und die Schuhe, by the way, die habe ich schon übelst lange. Die waren damals von Ivy Revel. Aber ich glaube, extrem viele Brands haben Dupes dazu. Ich werde euch da auf jeden Fall auch die passenden in der Infobox verlinken. Okay, next. Outfit Nummer 2 ist auch, also ich habe mir echt Outfits ausgesucht, die ich auch irgendwie schon so trage. Also das ist auch so ein typisches Sonny-Outfit. Vielleicht sogar noch ein, obwohl nee, das hier ist eher so ein bisschen das cutere Sonny. Der cutere Sonny-Vibe. Und das andere war so ein bisschen der Badass-Sonny-Vibe. Ich habe die Hose angelassen, weil ich finde, dass die super, super gut passt zu diesem Look, weil die auch oben so cool geschnitten ist. Und das hier habe ich auch schon mega lange, danach werde ich auch so krass gefragt, dass auf dem Bild war jetzt so ein bisschen mehr mit so einer Musterung, aber das kommt dem einfach am nächsten. Und was ich immer mache, ich habe hier so einen Bralette drunter von H&M für 97, also go for it, das ist wunderschön. Und dann croppe ich das einfach so ein bisschen so da drunter und dann sitzt das auch so wie auf dem Bild. Dazu habe ich meine Coach-Tasche gestylt, weil die hat wirklich auch farblich perfekt gepasst und ich finde so diesen Look sieht die einfach Bombe aus. Ich liebe die eh so, so sehr. Ich habe ja zwei Farben davon und ich würde jetzt nicht unbedingt ausschließen, dass ich mir sie nicht noch in einer anderen Farbe hole, weil die einfach wunderschön ist. Aber ich muss sagen, diesen Colorway finde ich am schönsten. Die heißt, glaube ich, irgendwie Oxford, keine Ahnung, also Coach Tabby 26 in Oxford irgendwas ist das hier. And I love it. That's the look. How do you find it? Ich bin richtig gespannt, welcher Look euch am besten gefallen wird und ob ihr sagt, einer ist irgendwie mehr Sonny als der andere. Hier ist alles wieder in der Infobox verlinkt. Okay, ich muss sagen, dieses Outfit hatte ich tatsächlich, es ist mir gar nicht aufgefallen, als ich das Bild gesehen habe, aber ich hatte tatsächlich dieses Outfit so in der Art schon mal auf einem Foto an. Also generell, ich habe jetzt nicht so einen flowy Rock gehabt wie sie. Ihr seht, das hier ist ein Tennisrock von Nike, obvious. Und ich kann euch, also ich liebe einfach Röcke, die entweder eine Hose integriert haben, so wie dieser Tennisrock, oder die so Hosenröcke sind. Also wisst ihr, so Röcke, die aussehen wie ein Rock,
aber eigentlich noch so eine Hose haben, weil irgendwie fühle ich mich da drin einfach immer sicherer. Also ich liebe so Röcke, aber immer nur, wenn irgendwie eine Hose drunter ist. Wenn es nicht drunter ist, ziehe ich halt so eine kurze Drunterziehhose drunter. Okay, lange genug drüber geredet, das ist der Nike-Rock. Das Oberteil kann ich euch, glaube ich, nicht verlinken, das ist irgendwann mal im Sale gewesen. Ich glaube, da habe ich sogar noch studiert und bin nach der Uni zu Pull&Bear gefahren, weil das war direkt da in der Nähe. Und oder in meiner Freistunde oder so, keine Ahnung. Ja, da habe ich mir das geholt im Sale, ich glaube, es hat nur 5 Euro oder so gekostet. Richtig, richtig cool, aber ich verlinke euch auf jeden Fall eine Alternative. Auf dem Bild hat sie die Balenciaga Triple S an, das hier sind jetzt gerade die Balenciaga Tracks. Aber Balenciaga ist Balenciaga. Die Triple S, keine Ahnung, irgendwie weiß ich nicht, also vielleicht gönne ich mir die auch mal irgendwann. Schreibt mir mal in die Kommentare, findet ihr Triple S noch cool? Und dann, ich hatte jetzt keine schlichte beige Tasche, ich habe nur noch so eine mit so All-Over-Glitzer und das war so ein bisschen zu viel gerade. Deswegen habe ich mich hier für diese Coach-Tasche entschieden. Ich kann euch die mal kurz von näher zeigen, die ist so mega schön. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr, aber es gibt die auf jeden Fall in Schlichtbeige. Das hier war so eine Limited Muttertags Edition. Und in Schlichtbeige werde ich euch die aber definitiv nochmal verlinken. Weil, ja, ihr seht, I love the bags und die kann man immer so richtig cool hier so halten. Der Pullover ist schon cropped, deswegen musste ich ihn jetzt nicht nochmal croppen. And yes, that's the look and I'm feeling it, as you might see. Ich lieb's, wirklich. Shit, ich habe gerade gemerkt, ich habe die Sonnenbrille vergessen. Aber ich meine, ich glaube eine schwarze, die war jetzt, glaube ich, so ein bisschen runder, rundere Sonnenbrille hat jeder irgendwie zu Hause. Ich habe jetzt hier gerade nur eine eckige. Soll ich mir eine Runde noch holen? Egal, beim nächsten Outfit achte ich drauf. Und ich verlinke euch auf jeden Fall so eine Sonnenbrille in der Infobox. Okay Leute, ein Grund, warum ich diese Boots nicht so oft trage, ist, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass mir diese Form nicht so steht. Ich hasse es übrigens, mit Sonnenbrille drin zu sein, weil es immer alles so dunkel macht. Kaya Gerber ist es, glaube ich, auf dem Bild gewesen. Und sie hatte so einen ja, durchsichtigen Haarreifen an, deswegen habe ich mir jetzt einfach so einen schwarzen angezogen. Okay, komplett mir kurz den Look. Dann hatte sie wieder eine beige Tasche. Ich habe jetzt einfach hier meine Coach-Tasche falsch rum an. Habe mir so ein ähnliches Kleid. Also ich habe jetzt einfach darauf geachtet, dass das Kleid ein bisschen Ausschnitt hat. So wie ihr es. Das habe ich von ASOS. Ich finde das richtig, richtig süß. Gerade mein Crop-Top einfach nur so runtergezogen. Also falls hier so ein paar Wellen sind, die irgendwie komisch aussehen, eigentlich fällt das hier so richtig, richtig cute. Die Boots habe ich von Zara. Ich finde die sau bequem. Nur ich weiß halt, wie gesagt, ich habe die meiner Beinform schmeicheln. Aber von der Bequemheit wirklich richtig, richtig lit. Nur die quietschen so ein bisschen, ne? Die fühlt sich immer so wie SpongeBob, wie er irgendwo durch die krasse Krabbe läuft. Ja, sonst, that's the look. Ich muss sagen, gefällt mir auch. Also, ich trage leider sehr, sehr selten diese Boots. Ja, wegen meiner ein bisschen Bein-Insecurity, aber vielleicht könnt ihr mir die ja mitnehmen, ne? Alter, wie die quietschen. Versteht ihr überhaupt irgendwas? That's the Kaya look. Sonnenbrille habe ich von Yves Saint Laurent. Verlinke ich euch ein Dupe. Haarreifen verlieren mich, glaube ich, so von ASOS. I will say, we do the next one. Oh mein Gott, Leute, ich fühle diesen Look so hart. Also erstens, diese Frisur ist wahrscheinlich populär geworden durch die Queen herself, Hailey Bieber. Ich finde, sie ist so eine Style-Inspiration. Also sie hat ja eine Stylistin, diese Maeve. Und ich glaube, das kommt alles von ihrer Hand, aber geisteskrank. Ich liebe ihren Style und super viele Leute lassen sich auch von ihr influenzen. Auch ich. Ich wollte mal ein ganzes Video machen, nur Hailey Bieber Style, aber ja. Soll ich das machen? Dann lass mein Video einen Daumen nach oben da. Auf jeden Fall habe ich hier die bequemsten Heels. Also das sind jetzt nicht geisteskrank hohe, aber die sind auch nicht mega flach. Soll ich mal näher kommen? Hier. Die sind von H&M und ich finde, bei so Hosen-Style sehen die wirklich ultra schön aus. Ich finde, also ich hatte die auf dem Event letztens an, zu einem Kleid und es hat mir nicht so gefallen. Weil ich finde dann, weil das so schräg ist, also es geht auch, aber irgendwie, im Nachhinein dachte ich mir so, nee, aber zu so Hosen-Style mega und das sind wirklich Heels, die könnt ihr auch zum Shoppen tragen. Ich meine es komplett ernst. Die sind so bequem, obwohl die so ein, ich weiß nicht woran es liegt. Die gibt es noch in weiß, glaube ich. Ich hoffe, H&M bringt die noch in 8 Milliarden Farben raus, weil ich werde mir die definitiv alle holen. Haben auch nur 20 Euro oder 25 Euro gekostet. Genau, dann hier meine Balenciaga Bag. Ich habe den Trageriemen abgemacht, weil ich glaube auf dem Bild war es auch so. Dann hier wieder meine Lederjacke und die Hose, die ich auch in blau anhatte, habe ich auch noch in schwarz. Die ist von Naked. Ich liebe einfach, ich hoffe, dass es die noch gibt. So, das ist wirklich auch einer meiner Fave-Hosen. Meine neue Celine-Sonnenbrille, aber ich habe auch einen Dupe. Moment. The Dupe is that. Das ist noch ein bisschen eckiger. Das ist so ein bisschen auf so eine Yves Saint Laurent Sonnenbrille angelehnt. Und die ist von Naked. Aber es gibt so eine auch noch von Yves Saint Laurent. Und es gibt überall solche Brillen auf H&M. Ich verlinke euch mal irgendwas. Yes, that's the look.
Also ich muss sagen, diesen Look fühle ich wirklich so hart. Ich liebe es auch, dass Helly diese Frisur so innen gemacht hat, weil früher in der Grundschule hatte ich immer solche Haare und ich wurde dafür gemobbt, weil ich immer diese Frisur getragen habe. Jetzt ist es lit und ich bin sehr happy darüber, weil es einfach eine super geile Bad Hair. Auch wenn man fettige Haare hat, kann man diese Frisur rocken und es ist einfach geil, um seine Haare gesund werden zu lassen, wirklich. Ich glaube, dank dieser Frisur habe ich auch wirklich meinen Haaren noch sehr viel Gutes getan und ich bin bei diesem Haarpoint, bei dem ich jetzt bin. Yeah, that's the look. Ich werde euch alle Details in der Infobox verlinken und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten. Okay, Leute. Also ich frage mich, warum ich mich nicht öfter so anziehe. Ich finde, dieser Look ist einer der geilsten Looks aller Zeiten. Der passt gerade perfekt zur Jahreszeit. Es ist trotzdem comfy, weil es ist all black. Ich glaube, darin fühlt sich jeder wohl, weil man so einen oversized Mantel so anzieht. Ich habe hier einen Blazer an von der Marke Arket. Den habe ich, liebe Jule, Peace, hat mir empfohlen, den in der Größe 42 zu holen, weil sie meinte, das sind einfach die besten Blazer. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Blazer. Der war ein bisschen teurer, ich glaube 150 Euro, aber ich liebe ihn. Ich liebe, wie der sitzt. Wie gesagt, Größe 42. Dann habe ich einfach so eine basic schwarze Hose an. Darüber wieder so ein Urban Classic Teil. Ich glaube, vielleicht könnte man auch einfach ein Pulloverkleid anziehen oder so. Habe ich jetzt aber nicht in schwarz. Und mein Baby, mein Chanel Bag. Ich mag bei der, dass die hier so ein Gunmetal-Dings hat. Das ist nicht Silber, nicht Gold und dadurch kann man, finde ich, es zu einem kombinieren. Auch wenn ich wirklich nicht so ganz komplett darauf achte, Silber und Gold nicht zu mischen, weil ich finde es eigentlich manchmal so richtig geil. Und bei dem Bild, also erstens wieder meine Celine-Brille und bei dem Bild hatte sie so eine lange Kette an und da habe ich mir von Caro, sie hat mir doch zum Pussy-Top-Jubiläum hier das P geschenkt und das habe ich mir auch umgehangen. Deswegen, that's the look. Ach so, und meine Boots, nach denen kriege ich immer so geisteskrank viele Fragen, die sind von Gunny und ich liebe die. Ich weiß nicht, alle, die mich verfolgen, wissen, ich habe mir bei Prada, bei Asos, also bei Prada gibt es Schuhe. Die habe ich mir mal bestellt, weil ich weiß nicht, was mit mir los war. Geisteskrank teuer und ich war so, ich brauche aber diese Schuhe. War nur unbequem, ich sag's euch, wie es ist. Dann habe ich mir Dupes bestellt. Die sahen wirklich 1:1 genauso aus von Asos, aber die waren wirklich so, ich weiß nicht, irgendwie die Sohle war so, die ist immer so auf den Boden geklackt, wisst ihr, und man ist so damit gerutscht. Und dann habe ich die hier gesehen. Ich glaube, bei Fashionette oder so habe ich mir die geholt. Von der Marke Gunny. Die sind jetzt schon ein bisschen dirty, aber ich liebe die, weil die sehen denen sehr, sehr ähnlich. Ich wollte halt jemanden, also Schuhe, jemanden mit so einer chunky Sohle. And that's the look. And I'm feeling it. Ich fühle mich gerade so, also ich bin bald auf der Fashion Week eingeladen und ich glaube, that's a look that I would rock. Ja, so sieht das Ganze von hinten aus. From the side. Von vorn. Yes, and I don't want to stop this video because ich sehe so snatched aus. Ich sehe in meinen Videos nie so snatched aus. Ihr liebt mich trotzdem. Oder? Also ich sage euch ganz ehrlich, das hier sind Schuhe, mit denen habe ich mich extremst lange mit Anne gestritten, ob die schön sind, ob sie kacke sind. Und im Endeffekt habe ich sie dann behalten. Ich dachte, nein, ich mag den Stil, aber ich trage die wirklich selten. Eher so fürs Shooten und nicht so im Alltag, weil ich nie so genau wusste, wie ich sie stylen soll. Aber zu diesem Look ist das ja mal lit. Normalerweise würde ich schwarz, also ich finde, es ist ja gerade voll der Trend, so weiße Tennissocken hochzuziehen. Bei schwarzen Socken habe ich das jetzt nicht so oft gesehen, so auf dieser Höhe, höchstens bis hier. But I love it. Also ich finde es richtig, richtig cool. Die Schuhe waren auch nicht so teuer, die waren glaube ich von Bershka. Es gibt davon auch total viele, das sind Dupes zu so Prada-Schuhen. Dann wieder meine Lederjacke, die, ihr merkt schon, eine gute Lederjacke ist wirklich so ein Essential-Teil. Und ich bin sehr froh, dass ich hier gerade so mein All-Black-Essential irgendwie gefunden habe. Ja, und dann ein Punktekleid, das habe ich von Asos. Sie hat jetzt so eins an, was kurze Träger hat, meins hat solche Träger. Ich muss euch mal zeigen, also so eine Ärmel. Dann wieder Karos Kette und um ihrem Look nahe zu kommen, ihre Haare waren ja irgendwie so. Aber ich finde es richtig, richtig schön. Ich liebe, liebe diesen Style und ich sollte diesen Style definitiv in meinen Alltag integrieren, Leute. Ich meine es ernst. Also bitte, folgt mir auf Instagram, schreibt mir jeden Tag, dass ich mich, schickt mir Screenshots von diesem Video und schreibt mir bitte, zieh dich so an. Vielen Dank. Da wäre ich euch sehr verbunden, weil ich liebe diesen Style wirklich komplett. Also, that style got me. Huh, geil. Okay Leute, also ich habe meinen Style gerade definitiv mit diesem Video noch mehr geformt. Vielleicht konnte ich den einen oder anderen von euch inspirieren. Ich möchte definitiv noch viel, 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 viel mehr Fashion Content machen, weil Fashion ist wirklich meine absolute Passion. Und ich habe das meistens immer nur im Sinne von Hauls ausgedrückt. Aber warum nicht Content machen mit dem kleinen Schrank, den man schon hat?
Schrank. Der Schrank hat mir einfach einen neuen Contentplan erschaffen, Leute. Weil ich jetzt einfach so eine gute Übersicht habe. Also mit meinem alten Schrank wäre es einfach nicht möglich gewesen, so viele Outfits drauf zu suchen, weil ich nicht wüsste, wo was lag. Und jetzt alles ist so krass sortiert. Ich lieb's. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Abonniere sehr gerne meinen Kanal, falls du mehr Fashion-Content sehen willst. Und dann würde ich sagen, check mein Reel aus. Ich habe jetzt für den Outfits auch noch mal ein Reel gemacht auf Instagram. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye!